1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Im Reutlinger Bürgerpark neben der Stadthalle soll in naher Zukunft ein neues Hotel entstehen. Die Pläne dafür bestehen schon länger. Im Dezember letzten Jahres wurde dann der Bauantrag gestellt. An den ursprünglichen Plänen gibt es jetzt allerdings noch ein paar Änderungen. Wie diese aussehen, das haben Vertreter der Stadt und Unternehmer Wolfgang Scheidweiler jetzt bekannt gegeben. Einen großen Unterschied erkennt man nicht, wenn man die Bilder des geplanten Hotels von vor rund einem halben Jahr mit den jetzigen vergleicht. Und das soll auch so sein, denn die angekündigten Änderungen in der Planung beziehen sich ausschließlich auf den Innenbereich des Hotels. Was verändert wird, ist eine zweistöckige Tiefgarage, die genau unter dem gesamten Baukörper liegt. Damit schaffen wir etwas mehr Stellplätze, wir haben auch mehr Technikräume nötig. Und das Zweite ist, dass wir über dem Innenhof, der zum Teil nur ein Geschoss überbaut ist, jetzt noch ein halbes Obergeschoss zu Tagungsräumen umwandeln. Außerdem solle im Erdgeschoss noch ein Innenhof dazukommen. Doch warum rüttelt man überhaupt an den ursprünglichen Plänen? Ganz einfach, weil das Bessere der Feind des Guten ist. Und wir bauen erst dann, wenn wir das so optimal haben, denn so ein anspruchsvolles Gebäude mit Natursteinfassade und mit allem drum und dran, das natürlich sehr, sehr aufwendig ist, muss auch hinterher so gut funktionieren, dass es sich einigermaßen rechnet. Die Änderungen bringen aber für die zeitliche Planung noch Anpassungen mit sich. Auch die gestiegenen Baukosten in der jüngeren Vergangenheit spielen eine Rolle. Die Statik muss gemacht, das neue Brandschutzkonzept muss entwickelt werden, all diese Dinge. Und dann hoffe ich, dass sich bis zum Herbst dann auch die Baupreise vielleicht jetzt auch noch mal weiter etwas wieder zurückentwickeln. Diese würden sich zurzeit wieder etwas stabilisieren. Für die Stadt und die Bürger verändere sich hingegen nichts. Das Gegenteil sei der Fall, so Oberbürgermeister Thomas Keck. Es wird eine Aufwertung sein. Der Platz an der Stadthalle, der Bürgerpark, wird absolut aufgewertet. Sie können das auch den Visualisierungen entnehmen, wenn hier eine Gastronomie mit Außenbewirtschaftung stattfindet, noch dazu eine Lokalbrauerei reinkommt. Auch die Veränderungen im Untergrund durch das zweite Tiefgaragengeschoss seien ausschließlich positiv. Die Schnurbäume werden nicht davon beeinträchtigt und die entwickeln sich ja, vielleicht schauen Sie sich mal einen Moment, ganz prächtig. Trotz allem muss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Plänen und der damit verbundenen Verlängerung der Baufrist erst einmal zustimmen. Keck geht allerdings fest davon aus, dass das passiert. Dann können die Planungen weitergehen, ehe man spätestens nächsten Sommer mit dem Bau im Bürgerpark loslegen will. Die Uracher Schafherde weidet wieder. Die bemalten Holzschafe an den Eingängen Bad Urachs gehören seit nunmehr 10 Jahren zum Uracher Schäferlauf. Liebevoll bemalt werden sie von Kindergarten- und Schulkindern aus Bad Urach. Zum diesjährigen 300. Jubiläum des Schäferlaufs hat das Team aus Stadtverwaltung und schäferlaufbegeisterten Ehrenamtlichen sage und schreibe 500 Holzschafe aufgestellt, so viele wie noch nie. Ganz einfach war das in diesem Jahr allerdings nicht, da der Boden durch die Trockenheit steinhart geworden war, sodass sie nicht durch bloße Muskelkraft in den Boden gedrückt werden konnten. Durch den Einsatz von 2 großen Schlagbohrmaschinen sei es aber gelungen, die Holzpflöcke zu befestigen. Der Höhepunkt des Schäferlaufs findet dann am 23. Juli statt. Bis dahin stimmt die bunte Herde alle Vorbeifahrenden auf den großen Tag ein. Die kleine Mia aus Jettingen ist an Blutkrebs erkrankt und das bereits zum 2. Mal. Um wieder gesund zu werden, braucht sie dringend eine Stammzellspende. Familie und Freunde haben deshalb zusammen mit der DKMS eine Online-Registrierungsaktion ins Leben gerufen, um für die 5-Jährige einen passenden Spender zu finden. Jeder zwischen 17 und 55 Jahren kann sich unter www.dkms.de/mia ein Registrierungsset bestellen. Soweit die BB1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.